Halt, stopp! Einen Fahrschein habe ich jetzt nicht! Ich war mal wieder für euch unterwegs und bin deswegen um 4 Uhr morgens aus dem Haus gegangen, um nach Frankfurt zu fahren, ins Hauptquartier von Nintendo, um dem Post-E3-Event beizuwohnen. Zusammen mit Domi und Zick habe ich mir eine Präsentation angeschaut und gleich danach ging es auch schon ans Zocken, denn wir durften ein paar Spiele austesten, die bei der E3 vorgestellt wurden und was es mit denen auf sich hat, das werde ich euch in diesem Video verraten. Genauso wie Mario habe ich auch wieder heute meine rote Mütze am Start, aber Mario kann doch schon einige Sachen mehr damit anstellen. Was genau, das werde ich euch in diesem Video noch erklären, aber womöglich erst zum Schluss, denn Super Mario Odyssey ist wahrscheinlich das Spiel, auf das wir alle, ich würde mal sagen, sehnlichst warten. Doch bevor ich zu Mario Odyssey komme, habe ich noch ein paar andere Spiele, die ich kurz durchgehen möchte. Leider durften wir nicht alles filmen oder ziemlich wenig filmen tatsächlich. Wobei das eine oder andere ist da doch beisammengekommen. Ihr seht auf jeden Fall Gameplay im Hintergrund, was Nintendo erspielt und ich aufgenommen habe. Und ich werde euch heute ein paar Eindrücke vermitteln, die ich beim Spielen oder beim Zuschauen der Spiele hatte. Was gab's denn alles auf diesem Event zu spielen? Das erste, was ich gesehen habe in einer Präsentation, war tatsächlich das neue Yoshi-Spiel. Ich glaube tatsächlich Woolly World 2 oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie der Name war. Ich habe auch das Papier gar nicht vor mir liegen, aber es sah sehr interessant aus. Also es ist einfach eine Fortsetzung oder ein zweiter Teil zu etwas, was bereits existiert. Nur, dass man jetzt eben auch aus verschiedenen Perspektiven dieses Spiel spielen kann, beziehungsweise es gibt verschiedene Level. Also es fühlt sich sehr an wie Paper Mario in dem Style. Also es ist nicht Woolly World, es hat wenig mit Fäden und sowas zu tun oder Garn, sondern mehr mit Pappe und so weiter. Ne, ihr wisst Bescheid, also es fühlt sich sehr Paper Mario mäßig an. Und dieses Spiel kann man tatsächlich aus verschiedenen Richtungen spielen. Ich habe ein Level gesehen, da sieht man alles so von vorne und wenn man das Level abgeschlossen hat, hat man den zweiten Teil dieses Levels freigeschalten, wo man dann von hinten das Spiel sieht und teilweise sieht, dass die Welt eigentlich mehr oder weniger nur aus Spielzeug besteht oder beziehungsweise aus angemalten Kartons und so weiter, was man eben von vorne noch nicht vermuten würde. Also eine sehr interessante Idee, aber allzu viel haben wir davon auch nicht gesehen, da es nur eine relativ kurze Präsentation war. Das zweite, was in der Präsentation gezeigt wurde, war das Remake von Metroid. Ja, Metroid kriegt ein Remake und da muss ich sagen, ich war definitiv erstaunt auf zwei verschiedene Arten. Einmal negativ, einmal positiv, denn ja, wir alle warten oder, naja gut, ich nicht, denn ich bin nicht super krasser Metroid-Fan, aber ich würde es gerne spielen, es sah nämlich ziemlich gut aus. Viele warten auf einen weiteren Teil von Metroid oder auf ein Remake und jetzt ist es da. Zuerst mal die Kritikpunkte oder die negativen Punkte. Ich glaube, bei diesem Remake hätte man grafisch etwas mehr rausholen können. Ich weiß nicht, ob ihr schon Footage gesehen habt auf der E3 oder sonst wo. Ich habe die E3 nämlich nicht geguckt. Ich habe mich komplett überraschen lassen. Das Spiel sieht solide aus, aber ich denke, mit der Grafik hätten sie, oder generell vom Aussehen, von den Looks her, hätte da noch einiges an Potenzial reingepasst. Ne? Aber das Spiel an sich spielt sich sehr gut, beziehungsweise das, was ich gesehen habe. Es kamen einige Features dazu, die es früher nicht gab und es ist jetzt auch nicht so, dass die Looks so Müll sind in dem Sinne. Also die Looks sind okay, aber ich denke, für die Nintendo Switch hätte da definitiv noch ein bisschen mehr Potenzial mitspielen können und vielleicht auch sollen. Das Spiel sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Es ist wirklich oldschool gehalten. Also sie haben sehr wenig verändert, um wirklich diesen Metroid-Flair oder Charme mit einzufangen. Aber mit neuen Features, einfach damit man doch noch etwas Neues hat.
Ja, ich bin sehr gespannt. Vielleicht spielen wir dieses Metroid-Spiel auf dem Kanal. Es hat nicht schlecht ausgesehen, Freunde. Dann, was mich gar nicht interessiert hat, sorry an alle Fußballfreunde da draußen, ist FIFA. FIFA hat mich gar nicht interessiert, durfte ich auch gar nichts dazu filmen, ist aber im Endeffekt einfach eine, naja, Switch-Version des FIFA-Spiels, was wir eh alle schon kennen oder ihr alle schon kennt, je nachdem. Sah ziemlich cool aus und ich kann mir vorstellen, dass auf der Switch sowas zu spielen sehr, sehr viel Spaß machen kann. Vor allem portabel oder mit Freunden und so weiter, ihr wisst Bescheid. Also generell alle Teile oder alle Spiele, die auf der Nintendo Switch draußen sind, haben in meinen Augen sehr, sehr großes Potenzial, weil einfach diese Konsole mit Abstand meine Favorite-Konsole ist. Also ich muss sagen, ich habe noch nie so viel Konsole gespielt wie mit der Switch, einfach weil sie eine Handheld-Konsole ist. Ihr versteht, was ich meine. Also ich stelle mir das sehr, sehr cool vor mit Sachen wie Monster Hunter, die ja bald erscheinen werden, oder FIFA und so weiter, mit Freunden sich zusammenzusetzen und mit einer Home-Konsole, die gleichzeitig ein Handheld ist, das Ganze zu spielen und zu interagieren mit Freunden und so weiter. Naja, wisst Bescheid. Das ist einfach nur unglaublich cool. Zumindest so stelle ich mir das vor. Dann haben wir Sonic gehabt, einen weiteren Sonic-Teil. Naja, hat mich sehr stark an Sonic Unleashed erinnert, so von der Aufmachung her. Es ist eigentlich immer noch genau dasselbe, einfach mit besseren Graphics und ein paar mehr Features und natürlich das Ganze auf der Switch. Muss aber gestehen, dass ich nicht der allergrößte Sonic-Fan bin und mich das deswegen am wenigsten interessiert hat. Aber ich denke, das waren auch die definitiv nicht die Highlights dieser dieses ganzen Events oder dieser Präsentation. Denn die habe ich mir für den Schluss aufgespart. ARMS. Ne? ARMS ist ja jetzt schon eine Weile draußen, habe ich damals gespielt in Berlin, als die Nintendo Switch vorgestellt wurde, also die Eröffnungsparty der Switch quasi. Da habe ich ARMS zum ersten Mal gespielt und das Spiel hat Potenzial. Ob und wann das Ganze im Kompetitiven ausarten wird, da haben anscheinend irgendwie die Entwickler oder Nintendo zumindest schon Competitive Stats veröffentlicht auf irgendwelchen Social Medias. Ob das Spiel wie zum Beispiel Smash Brothers im Kompetitivbereich Zukunft hat, das muss man noch rausfinden, das wissen wir noch nicht ganz genau. Noch sind ja auch noch, glaube ich, noch gar nicht alle Chars draußen und so weiter und das Spiel ist relativ frisch. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da sich eine kleine Community entwickelt, denn das Spiel ist echt spaßig. Also zu zweit macht es echt Bock, sich da die Fresse einzuschlagen, ne, gegenseitig. Aber das dürften jetzt auch schon einige kennen, weil wie gesagt, es ist ja auch schon draußen. Zumindest sehe ich Let's Plays davon. Doch draußen sollte es eigentlich schon sein. Seit Release eigentlich, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin ein bisschen desinformiert momentan. Aber in Ordnung. ARMS, ja, der Geheimtipp, den wir alle seit dem Release der Switch kennen. Definitiv ein Spiel, was man sich reinziehen kann und sich gönnen sollte, wenn man auf sowas steht. Dann hatten wir Rabbids. Und Rabbids war tatsächlich der Geheimtipp dieses Events. Also viele haben gedacht, what the fuck? Was ist das denn? Aber anscheinend ist Rabbids gar nicht mal so ein schlechtes Spiel. Das hat man von hier Captain Toads Treasure whatever, ne, ihr kennt dieses Spiel mit Captain Toad und so, wo man die Schätze finden muss und so, hat man da auch irgendwie gedacht, was soll das sein und so. Es wurde aber tatsächlich ein solides Spiel und dasselbe kann ich von Rabbids behaupten, sogar noch besser. Denn, naja, man, wie gesagt, am Anfang ist man ein bisschen angewidert von der ganzen Rabbit-Idee. Hä? Hasen? Jetzt sind alle Hasen und keine Ahnung, was soll das? Im Endeffekt ist es anscheinend ein Strategie-RPG, also ein Roleplay-Game mit Strategieelementen und ganz, ganz viel Humor drin. Und das, was wir gesehen haben, hat echt einen interessanten Eindruck gemacht. Da konnte man zum Beispiel irgendwelche Manöver, also das Ding ist, man rennt durch eine Welt durch, ne, wie bei Paper Mario zum Beispiel, und wenn es zu einem Kampf kommt, dann hat man ein Kampffeld mit verschiedenen Gegnern und kann dann seine Route wählen, wo man durchrennen will und wo man sich positionieren will, um die Gegner abzuballern und so weiter. Dazu kann man auf Freunde springen, um weitere Distanzen zurückzulegen oder durch Rohre hinter den Gegnern durch seine Routen wählen. Einfach strategisch die Gegner ausschalten.
Und das wurde relativ schnell ziemlich komplex. Ich glaube, in diesem Spiel verbirgt sich noch einiges mehr, als wir gesehen haben, Freunde. Das hat schon in den ersten paar Minuten sehr, sehr viel an Tiefe bekommen. Und ich bin gespannt, was aus diesem Spiel werden wird. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel für ein Let's Play geeignet ist, aber so zum Zocken ist es definitiv interessant. Und das behalte ich auch im Auge. Also Rabbids, ein kleiner Geheimtipp dieses Events. So, meine Freunde, jetzt kommen wir zu dem, auf das ihr wahrscheinlich alle gewartet habt. Super Mario Odyssey. Das neue Super Mario Spiel, was uns erwartet, was hoffentlich bald mal kommen wird. Und ja, hoffentlich, denn dieses Spiel ist einfach nur grandios. Zumindest kann ich das schon mal vorwegnehmen. So mein Eindruck. Ich werde jetzt euch ein paar Pros und Kontras nennen, was wir so elaboriert haben. Also ich war ja nicht alleine, ich war mit Domi und Sick am Start und hatte da natürlich auch fremde Meinungen, die ich natürlich jetzt in meine Kritik mit einbeziehe. Zum Beispiel war ein Kritikpunkt von der E3, als man nur gesehen hat, wie das Spiel sich spielt und es nicht gefühlt hat, ne, mit dem Pro Controller von der Nintendo Switch. Hatte man das Gefühl oder die Befürchtung, dass das Game so ein bisschen, dass die Reaktion, die Mario macht, auf deine Joystick-Bewegungen oder was auch immer, so ein bisschen langsamer sind, dass das Spiel nicht so direkt und knackig ist, wie zum Beispiel Mario 64 oder auch Sunshine oder Galaxy, weil das wurde da anscheinend relativ geliebt, dass die Steuerung einfach so direkt und knackig ist, dass du nach rechts drückst und dann geht er auch instant nach rechts, ohne noch zu rutschen und ohne unnötige Bewegungen zu machen und so weiter. Und das wurde hier bei diesem Titel definitiv beanstandet, beziehungsweise man hatte Angst, dass das so sein könnte. Diese Angst kann man aber nehmen, das kann man entschärfen. Das Ganze hat sich sehr, sehr, sehr flüssig angefühlt und sehr, sehr direkt auch. Nicht ganz so direkt wie 64 zum Beispiel, aber ich meine, 64 war, glaube ich, eins der Spiele, die kann man gar nicht toppen, wenn es um die Steuerung geht in dem Sinne. Aber es hat sich sehr, sehr, sehr gut angefühlt. Mario hat ganz, ganz viele neue Features, aber auch alte Sachen kehren zurück, denn Mario kann immer noch den Einfachsprung, den Doppelsprung, den Dreifachsprung, den Hechtsprung, den Rückwärtssalto, den Seitwärtssalto. Also Mario kann wirklich alles, was er jemals konnte, und mehr, denn diesmal hat Mario noch seine Mütze und mit seiner Mütze kann Mario zum Beispiel noch über Abgründe springen, indem er die Mütze wirft wie so ein Frisbee und danach auf die Mütze springt, von da aus einen Hechtsprung macht, um das andere Klippenende zu erreichen und so weiter. Also man kann da ziemlich, ziemlich viel draus machen. Nicht nur das kann diese Mütze, sondern die Mütze kann auch, Achtung, Gegner, ich würde mal sagen, manipulieren, kontrollieren. Mario wirft auf jeden Fall seine Mütze auf irgendwelche Gegner, wie zum Beispiel Goombas oder die Koopas etc. Und kann diese danach kontrollieren. Man kann also mit den Gegnern quasi spielen und das bietet natürlich wieder einiges an Spieltiefe oder an Features. Zum Beispiel gab es da so einen Steinklotz, ich habe jetzt keine Ahnung, wie der heißt, es tut mir leid an alle Mario-Fans. Vielleicht ist er auch neu. Nein, nicht diese Steinklötze, die runterfallen die ganze Zeit so, sondern so einfach so ein Steinklotz, der so in der Wüste umher marschiert ist. Und dieser Steinklotz, der hat eine Brille auf. Und der Steinklotz kann sprinten und er kann sich die Brille aufsetzen, aber nicht während er sprintet. Wenn er sich die Brille aufsetzt, dann sieht er unsichtbare Plattformen, die man dann mit Mario nachlaufen muss. Das bedeutet, man sieht, wie früher, wie hieß diese Show, keine Ahnung, mit dem Eis und so, ne, wo Tabaluga, irgendwas mit Tabaluga, keine Ahnung, wo die da übers Eis mussten und so, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, falls es euch einfällt. sieht man also diese Felder, und wenn man aus dem Steinblock rausgeht und wieder Mario spielt, sieht man sie nicht mehr und man muss trotzdem noch den Weg sich erinnern und so weiter. Also das ist nur eins der vielen Beispiele, was passieren kann oder was man machen kann, was diese Features bieten mit diesem mit diesem Hut, der Gegner kontrollieren kann und so weiter. Und da bin ich noch sehr, sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Auch kann er zum Beispiel den Sternenwirbler oder wie dieser Move hieß von den beiden Goddammit, von den beiden Teilen, ne, wisst Bescheid, Weltall und so, ne,
Das Einzige, was er nicht kann, tatsächlich, ist von Super Mario Sunshine mit dem Wasser rumspritzen und so. Aber das ist auch klar, weil er hat dieses Feature oder dieses Item halt nicht. Was er aber auch kann zum Beispiel ist Purzelbäume schlagen, so weit wie ihr in der Map halt gehen könnt. Und Tommy und ich oder Sick und ich waren uns noch dabei zu fragen, was wohl schneller sei. Der Hechtsprung, beziehungsweise nicht der Hechtsprung, der Wahoo-Sprung. Ne, ihr wisst alle, welcher Sprung gemeint ist. Oder der Roll, das Rollen. Also das hat uns total angefixt. Wir waren schon mittendrin. Die Steuerung ist wirklich gut. Wir haben so viel versucht rauszufinden, wie es geht. Das Spiel ist auch relativ storylastig. Also ihr müsst anscheinend auch mit den NPCs reden, um überhaupt rauszufinden, was in dieser Welt eigentlich abgeht. Und man sucht keine Sterne, keine Shines oder Sonnen, sondern man sucht Monde! Was hat Nintendo mit Sonne, Mond und Sterne, Alter? Ich weiß es nicht. Pokémon, Mario, überall auf jeden Fall sucht man in diesem Spiel Monde. Es gibt auch wieder natürlich die goldenen Münzen und so weiter, aber es gibt jetzt auch Münzen für jedes Level separat. Das bedeutet, in der Wüste findet ihr so, ich glaube, dreieckige lilane Münzen oder so und so weiter. Also in jedem Land findet ihr andersfarbene Münzen und ich glaube auch andersfarbene Monde. Und diese Münzen sind eine eigene Währung in diesen Ländern. Die könnt ihr nur in diesen Leveln ausgeben für Kleidung und so weiter. Ne? Ich habe da schon Sombrero Mario gesehen und so weiter. Ob diese Kleidung bzw. diese Hüte, die er sich kaufen kann, noch spezielle Fähigkeiten mit sich bringen. Das weiß ich noch nicht, das habe ich noch nicht herausgefunden. Ich habe nur mal gesehen, dass Mario schweben kann, beziehungsweise so in der Luft drehen und dann fällt er so langsam runter. Das konnte er aber, glaube ich, auch mit dem normalen Hut, da bin ich mir nicht ganz sicher. Falls ihr das wisst, dürft ihr es natürlich in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall sind da einige Fähigkeiten am Start, die Mario neu kann und natürlich auch die alten. Die Welten sahen cool aus. Das erste Mal, als ich diese Stadt sah, es sind ja zwei Level bekannt, einerseits die Wüste, andererseits diese Stadt. Hatte ich so ein paar Befürchtungen, weil mich das Ganze sehr an einen Sonic-Verschnitt erinnert hat, ne? Sonic, der in der Stadt rumrennt und diese ganzen Menschen trifft oder mit ihnen spricht, die alle dieselben Sprites oder dieselben, dasselbe Aussehen haben und so weiter, also so richtig langweilig. Wurde aber tatsächlich beruhigt, die Stadt sieht sehr schön aus, hat sehr viele Secrets zu bieten. Generell, die Level haben unglaublich viele Secrets, das ist unglaublich, wie viel ihr da entdecken könnt, Leute. Und das Ganze ist wirklich schön gemacht. Character Design, soweit ich das gesehen habe, ist sehr schön geworden. Und ja, alles in allem glaube ich tatsächlich, dass dieses Spiel ein absolut grandioses Mario-Spiel wird. Super Mario Odyssey wird der nächste Renner werden. Ich bin mir zu 100% sicher. Es gibt ja Mario 64, dann gab's Super Mario Sunshine, dann gab's die beiden Super Mario Galaxy Teile und das sind ja die Teile, die so als, ich würde mal sagen, die Mario-Teile galten oder gelten immer noch, ne? Das sind so die Haupt-Mario-Spiele. Alles nebenbei, so Paper Mario oder Mario und Luigi und so weiter, das sind alles Spin-Off-Titel, wenn man so will. Spin-Off-Spiele, die aber auch natürlich sehr große Beliebtheit genießen. Aber das hier sind die Kernspiele von Mario. Und jetzt haben wir tatsächlich nach Jahren mal wieder ein Mario-Spiel, was einfach an die Qualität rankommt oder was diese Qualität überhaupt erreichen will, da es der nächste Super Mario Titel sein wird. Super Mario Odyssey, es gibt in meinen Augen nicht wirklich was Negatives zu sagen, könnte ich auch nicht sagen, weil ich es noch nicht gesehen habe. Alles, was ich bisher gesehen habe, sah gut aus, die Welt sah gut aus, richtig schön, kräftig, bunt, Character Design, Level Design, Character Design und so weiter, alles, was ich gesehen habe, war super, die Steuerung war cool. Viele neue Features, viele alte, nostalgische Sachen wieder eingebaut und so weiter. Also bisher kann ich wirklich nur sagen, ich freue mich unglaublich krass auf Super Mario Odyssey und wir werden es vermutlich ziemlich sicher auf dem Kanal spielen. Da dürft ihr euch schon drauf freuen. Ich habe definitiv vor, Switch-Spiele zu Let's Playen. Bei Zelda habe ich eine Ausnahme gemacht, weil einfach Zelda
die komplette Menschheit auf YouTube Zelda gespielt hat. Mario wird sehr, sehr wahrscheinlich kommen, meine Freunde. Und ja, das war's eigentlich. Falls ihr noch Fragen habt oder falls ich irgendwas vergessen habe zu beantworten, was ihr euch gewundert habt oder gefragt habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde mich da tummeln und eure Fragen so gut wie es geht beantworten. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Rest der Footage. Wir sehen uns bald wieder in einem neuen Video, vielleicht sogar schon im Super Mario Odyssey Let's Play auf dem Kanal. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.